Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic. Und jetzt wollen wir die Uhr mal auf einem Samsung Smartphone einrichten. Da gibt es ja kleine Unterschiede zwischen einem Samsung Smartphone und einem Nicht-Samsung Smartphone. Deswegen gibt es auch zwei Videos. Hier haben wir einmal die Variante mit dem Samsung Smartphone. Es gibt das gleiche Video auch noch, falls ihr ein Nicht-Samsung Smartphone habt, wie da die Einrichtung läuft, auch auf diesem Kanal. Ja, der Start, der ist noch gleich bei beiden Varianten, sowohl auf dem Samsung-Smartphone als auch auf dem Nicht-Samsung-Smartphone. So sieht die Uhr aus, wenn ihr sie zum ersten Mal startet, und wir wollen jetzt hier natürlich Deutsch auswählen. Warum kann es auch für Schweizer und Österreicher Sinn machen, Deutschland auszuwählen? Ganz einfach, manche Apps sind nur in Deutschland verfügbar, deswegen gerade am Anfang vom Google Assistant und so weiter war das so, deswegen kann man durchaus hier überlegen, ob man da Deutschland nimmt, aber das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Bei der Landesauswahl ist es dann wieder klar, auch da wählen wir hier Deutschland aus. Auch das kann einen Unterschied machen. Also wenn vielleicht zukünftig mal Apps nicht funktionieren, die hier auf dem Kanal aber beschrieben sind, dann kann es daran liegen, dass ihr als Österreicher oder Schweizer diese Apps eben noch nicht verfügbar habt. Dann kann es Sinn machen, die Uhr quasi oder in der Uhr nachher in den Einstellungen einmal das Ganze auf Deutschland zu ändern, weil dann sind gegebenenfalls diese Apps dann auch verfügbar. Jetzt startet die Uhr quasi einmal neu und währenddessen wird im Hintergrund sozusagen alles vorbereitet, damit wir jetzt die Einrichtung der Uhr dann auch starten können, und dazu brauchen wir gleich fast mehr als die Uhr nachher das Smartphone, denn wir wollen ja verschiedene Dinge tun. Wir wollen die Uhr einrichten, wir wollen das Google-Konto darauf installieren, damit ihr auch auf den Play Store und somit die Apps zugreifen könnt und so weiter und so fort. Lasst euch übrigens nicht irritieren, wenn ihr hier am Anfang, oder ihr seht es ja jetzt auch gerade im Hintergrund, das Ganze dauert ein paar Sekunden, bis das System neu gestartet ist. Jetzt könnte man denken, okay, woran liegt es? Aber im Prinzip wird ja jetzt quasi einmal die Konfiguration für eure Sprache und euer Land reingeladen, und danach kann dann auch der Setup-Vorgang zusammen mit dem Smartphone dann gleich gestartet werden. Und das beginnt dann jetzt gleich, sobald hier diese kleine Drehorgel sozusagen kommt. Genau diese meinte ich. Das ist jetzt das Zeichen dafür, dass der letzte Teil geladen wird. Also das Betriebssystem ist hochgefahren sozusagen, und jetzt beginnt gleich die Auswahl. Und dann seht ihr hier im Hintergrund auf dem Smartphone auch schon etwas aufpoppen, und das ist tatsächlich ein großer Unterschied, der es vielleicht deutlich erleichtert zwischen einem Samsung und Nicht-Samsung Smartphone. Ihr könnt hier einfach auf Verbinden klicken, weil sich beide Geräte automatisch erkennen, und im Hintergrund passiert all das, was ihr auf einem Nicht-Samsung Smartphone jetzt quasi noch parallel machen müsst. Ihr seht, wir haben hier die Nummer, uns wird eine Nummer angezeigt, die müsst ihr einmal überprüfen, damit ihr auch alles korrekt miteinander koppelt. Dann geht ihr auf Zulassen oder Bestätigen, und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Jetzt wird auf dem Smartphone erstmal die notwendige Software heruntergeladen. Wir können die Uhr jetzt zur Seite legen und widmen uns jetzt tatsächlich mal primär dem Smartphone. Und ihr seht hier jetzt, dass das entsprechende Plugin für die Samsung Galaxy Watch 6, und da gibt es für alle Varianten der Galaxy Watch verschiedene Plugins, dass die jetzt heruntergeladen wird und installiert wird. Das ist notwendig, damit dann die Uhr auch kommunizieren kann mit der Wearable App. So, jetzt haben wir schon die erste Entscheidung zu treffen, und zwar müssen wir uns entscheiden, ob wir dem Endbenutzer Lizenzvertrag zustimmen, und das müssen wir tun, denn sonst können wir nicht weiter fortschreiten. Dagegen sind die Diagnosedaten, die ihr im unteren Bereich seht, optional, also sprich, ob ihr das anhakt oder nicht, könnt ihr euch selber überlegen. Den oberen Block müsst ihr allerdings annehmen. Jetzt müsst ihr für den Watch 6 Manager einige Berechtigungen zulassen, und die sind dafür notwendig, dass nachher die Uhr vernünftig funktionieren kann. Zum Beispiel auf die Benachrichtigungen reagieren oder auch Telefon, SMS, Kontakte und so weiter und so fort. Also alles das, was wir auf der Uhr nachher nutzen wollen, dafür müssen wir natürlich jetzt die App berechtigen, dass sie das auf eurem Telefon darf. Wenn ihr da teilweise auf nicht zulassen geht, dann funktionieren halt Teile der Uhr nicht. Das muss euch natürlich klar sein. Vom Grundsatz her habt ihr aber auch überall da die Möglichkeit, die Berechtigung wieder zu entziehen, so ihr denn wollt. Dann gibt es zusätzlich noch die Nutzungsbedingungen von Google. Auch da könnt ihr euch überlegen, was ihr anklickt oder was ihr nicht anklickt. Hier könnt ihr theoretisch jeden Haken rausnehmen, also auch den für den Standort könnt ihr theoretisch rausnehmen. Das ist auch nicht, dass ihr dann nachher einen Standort mehr verwenden könnt, sondern es ist eher dafür gedacht, dass Google dann den Standort genauer bestimmen kann und dafür eure Daten anonymisiert verarbeitet. Das bleibt euch überlassen, ob ihr das anklickt oder nicht. So, und im nächsten Schritt wird jetzt die Uhr vorbereitet. Das heißt, im Hintergrund
lädt das Smartphone jetzt die notwendigen Applikationen und Bestandteile auf eure Uhr, die ihr gerade sozusagen konfiguriert habt. Und dann wird im nächsten Schritt das Google-Konto kopiert. Wofür ist das notwendig? Relativ einfach. Wir haben ja Wear OS auf der Uhr, also sprich ein Google-Betriebssystem, und wie auf jedem Smartphone müsst ihr euch ja auch mit eurem Google-Konto anmelden, und nichts anderes ist letzten Endes hier gegeben auf eurer Uhr. Falls ihr mehrere Konten habt, könnt ihr die jetzt hier auswählen, und ich spule jetzt mal vor, damit die Anmeldung etwas schneller geht. Zwischendurch müsst ihr noch euer Passwort eingeben, aber ich glaube, das dürfte klar sein, dass man sich da authentifizieren muss. Und jetzt sind wir im Prinzip auch schon so weit, dass wir die ersten Apps gleich installieren können, denn der Google Play Store schlägt uns zum Start jetzt so ein paar Apps vor, die entweder auf anderen Geräten installiert sind, in meinem Fall jetzt auf anderen Smartwatches, die seht ihr jetzt im oberen Bereich, also auf deinem Gerät installiert, sprich ich habe auf meinen anderen Smartwatches hier diverse Apps installiert, und die schlägt er mir jetzt vor, dass ich die hier doch auch installieren soll, und alternativ dazu schlägt er mir Applikationen vor, die von anderen Nutzern genutzt werden, beziehungsweise die er selber für notwendig hält, zum Beispiel WhatsApp, natürlich durchaus sinnvoll. Und auch noch eine ganze Reihe von anderen Applikationen. Ich sag mal, teilweise kann das auch durchaus Werbung sein. Ja, also das ist hier nicht alles, glaube ich, nach den Nutzungsgrößen, also nach der Anzahl der Nutzer definiert worden, sondern ist durchaus auch getriggert davon, dass man hier einen Platz sich erkaufen kann. Ja, die Uhrsicherung ist durchaus interessant und wichtig, denn das ist wie auf eurem Smartphone. Da könnt ihr eine Sicherung durchführen lassen, und dazu wird Smart Switch verwendet. Das müsst ihr auch einmal berechtigen, denn es greift auch auf verschiedene Optionen auf eurem Smartphone zu. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr die Uhr letztlich sichern lassen, oder aber, und das seht ihr jetzt hier bei mir, ihr könnt aus der Samsung Cloud verschiedenste alte Stände von anderen Uhren wiederherstellen. Und hier seht ihr, ich habe mittlerweile eine ganze Litanei an Uhren gesammelt, beziehungsweise Sicherungen gesammelt, und ich könnte jetzt irgendeine davon wiederherstellen. Macht natürlich im Wesentlichen Sinn bei den Uhren, die auch schon Wear OS haben, aber wir überspringen es jetzt mal, denn wir wollen ja neu einrichten. Und damit sind wir im Prinzip auch schon in der ersten Konfiguration, denn jetzt müsst ihr entscheiden, tragt ihr die Uhr rechts oder links. Und in meinem Fall, ich bin Linkshänder, deswegen trage ich sie rechts. Und ihr müsst euch entscheiden, wo sollen denn dann die Tasten quasi ausgerichtet sein. Sollen die auf der rechten Seite oder auf der linken Seite sein? In meinem Fall möchte ich die gerne auf der rechten Seite haben, deswegen ist die untere Konfiguration so auch korrekt. Im nächsten Schritt gibt es ein paar Erklärungen. Zum einen zum Always-On-Display, also das erkläre ich euch später nochmal im nächsten Video. Dann habt ihr die Notfalloptionen hier nochmal in der Erklärung. Zum einen gibt es ja eine automatische Sturzerkennung, die übrigens nur auf Samsung-Smartphones. Das sei an der Stelle nochmal gesagt. Und ihr könnt durch fünfmaliges Drücken des oberen Knopfes auch einen Notfall auslösen, sodass dann automatisch eure Notfallkontakte kontaktiert werden. Dann wird euch hier noch einige weitere, oder es werden euch einige weitere Dinge erklärt. Einmal tägliche Aktivität, also sprich, wie sportlich seid ihr unterwegs gewesen. Ihr habt hier noch ein paar Informationen zum Schlaftracker. Auch der ist ja in der Uhr jetzt vermeintlich nochmal verbessert worden. Ich bin mal gespannt, wie sich das so zeigt. Dann habt ihr hier noch die Informationen zu den Pulszonen beim Laufen. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, denn die Samsung Galaxy Watch 6 hat zum ersten Mal individuelle Pulszonen. Alle anderen vergangenen Uhren hatten statische Pulszonen. Also da konntet ihr nicht eure eigene Pulszone definieren. Dann gibt es hier noch zusätzliche Informationen zum Lauftraining. Auch das ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen ausgereifter als bei den alten Versionen. Aber all das schauen wir uns dann in den kommenden Videos einmal an. So, und damit sind wir im Prinzip auch schon durch. Die Uhr ist jetzt soweit konfiguriert, und wenn jetzt gleich da im linken Bereich alles auf 100% gelaufen ist, sollte rechts dann auch, genau jetzt ist es auch soweit, sollte rechts dann auch der Status kommen, dass die Uhr eingerichtet ist. Ihr seht links auf dem Smartphone etwas verschwommen im Hintergrund, dass jetzt alles soweit auch startklar ist. Wir können jetzt mit der ersten Konfiguration loslegen, Apps installieren und so weiter und so fort. Das zeige ich euch aber alles im nächsten Video, denn da zeige ich euch wirklich alles vom Start der Uhr, wie sind die ersten Funktionen, wie funktioniert das Menü und so weiter und so fort. Und ihr seht jetzt hier, dass die Uhr einmal neu startet, damit eure Konfiguration dann entsprechend auch reingeladen werden kann. Ja, wer da an Bord bleiben will und wissen will, wie die weitere Einrichtung funktioniert, wie dann nachher die Funktionen funktionieren oder alle Apps und so weiter und so fort, der klickt gerne auf Abonnieren, wer Bock hat, und auf die Glocke, dann seid ihr informiert. Es kommt jetzt tatsächlich im Tagestakt sozusagen ein neues Video zur Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic. Und wir starten im nächsten Video dann, so wie dieses Video endet, denn genau mit dieser Tour, die jetzt sozusagen den Abschluss für dieses Video bietet, starten wir im nächsten. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.